Let's go. Der hat da so ein paar Maschinen. Dieser Segelfritze. Ja, ja. Sorry, welche letzten Worte an deine Mama? Fallschirm ist da am Start, ne? Das ist schon echt verrückt, hätte ich gar nicht gedacht. The way that I ball, I should have played for the Big Ten when I touched stage, but they packed in, got a pretty stain to make a back bend. Let me see it all through the glass lens. Have some people trying to snake if I see you, I'm teetum, I get you with brass hands. Skate off fast, put a buck on the dash to somewhere fast. With my feet up, wait, hold up the label, just call me to tap it. Was war das denn? Boah, Junge, wir werden so einen klaren Blick haben, ne? Diese Brillen haben wir gar nicht gebraucht. Bisschen, am Anfang haben wir die benutzt, ne, aber... Ja, auf dem Rückweg war so, Arschlecken brauchen wir nicht. Der lebt auf seinem Sitz. Aber Max fährt halt auch einfach mega gerne Auto. Schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal in so einer Band war. Vor 10 Jahren oder 8. Jetzt habe ich des Öfteren mit Max in der Kletthalle geübt und das ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling, als in so einer echten Band zu hängen. Man weiß, wo man greifen muss. Und hier musst du erstmal ein bisschen gucken, wo hält es gut. Dann sind da manchmal auch wackelige Steine und von der Schwierigkeit, dann hast du noch den dicken Rucksack hinten drauf. Und im Hintergrund echt schwer. Die haben auch keinen dicken Rucksack. Sonst kletterst du mit einem kleinen Rucksack, wo ein bisschen Trinken drin ist und steigst die so durch. Jetzt mit dem Gepäck, das war schon. War ja auch das erste Mal, dass man so ein Bett und das ganze Gepäck hochzieht. Kamerastuff hatten wir noch dabei. Ja, Kamerastuff. Ich dachte irgendwann, dass irgendwie da oben der Schlaghaken sich gelöst hätte, weil es leicht geknallt hat. Und ich so, Tilo, hast du was gesagt? Also nee, ist mir Fledermaus gegen ihn geflogen. Ja, die ist gegen Karabiner oder so geflogen. Ja, würdest du das nochmal machen?